Fernweh in der Karibik mit Transa Outdoor Ausrüstung und Globetrotter Travel Service. Ashes to Ashes, das zu Montserrat. Grau fängt der Tag an. Die Vulkanasche liegt überall. Das ist nochmal eine neue Seite von der Karibik. Das ist so was. Oh nein, musst du auch mal erlebt haben. Wir sind unterwegs auf dem Weg von Trinidad auf Kuba. Wir machen Halt auf der Vulkaninsel Montserrat. Und von da aus geht es weiter nach Saint-Martin. Der Name verratet schon, eine Insel, zwei Länder. In dieser Sendung lernen Sie den David Lia kennen, den waghalsigen Vulkanfilmer. Ein Schweizer Tierfotograf mit ganz eigenem Lockruf. Mit einer 76-Jährigen steigen wir in der Karibik auf den höchsten Berg von Holland. Und wir lassen uns eine Insel zeigen, die man kaufen könnte, wenn man 16 Millionen Dollar vorig hätte. Fernweh Karibik, eine Reise voll von Gegensätzen. Das ist die Vulkaninsel Montserrat, britisches Überseegebiet. Und ein Pulverfass. Der Vulkan ist aktiver als uns lieb ist. Im 97 hat Lava die Hauptstadt Plymouth unter sich begraben und seitdem ist über die Hälfte der Insel Sperrgebiet. Exclusion Zone, wie man hier sagt. Die alte Hauptstadt ist eine Geisterstadt. Es darf niemand mehr hin. Es ist gefährlich. Die Asche, die macht vor gar nichts Halt. Sie liegt überall. Wie ein Schäumchen Schnee. Nur eben alles andere als weiss und rein. Ich habe sie auch zwischen den Zehen, als ich am Morgen mit dem Auto unterwegs bin. Oh ja, du hast aber wirklich ein ungutes Wölkchen über diesem Vulkan. Mit Vulkanausbrüchen und seinen Vorzeichen habe ich keine Erfahrung. Und das, was man hier sieht, das gibt einem nicht gerade ein gutes Gefühl. Die Leute in Montserrat sagen, so aktiv wie jetzt sei es schon seit Jahren nicht mehr gewesen. Und schicken mich zu einem Aussichtspunkt, wo man ihren schlecht gelaunten Nachbarn am besten beobachten kann. Also vorher hat es gerade eine Warndurchsage gegeben am Radio. Sie haben scheint die Zone B geschlossen. Das ist die Zone, wo die Leute sonst während dem Tag eigentlich normal dürfen rein. Und anscheinend rechnen sie mit einer Explosion im Laufe des Tages. Ja, etwas ist hier im Gang. Von dem geht auch unsere Inselbekanntschaft aus. Der David Lia ist nämlich ein grosser Vulkanfilmer. Hi, hallo David, David. Hast du es gut? Good day. Oh je, yeah, es hat ein bisschen viel Asche in der Luft. Look at this. Aber hat es etwas gegeben zum Filmen? Nein, nichts. Es ist zu staubig. Aber ich kann dir Aufnahmen von früher zeigen. Yeah. Gern. Wie viele Stunden Vulkan hast du eigentlich schon gefilmt? Etwa 350. You punk. Auf dem Weg in sein Videoarchiv nehmen wir das Haustier von David mit. Jade, der Papagei. Jeez, nervous boy. Hey, bist du ein bisschen nervös wegen der Kamera? What is that, a camera? What is it, a camera? Der David lebt seit 30 Jahren auf Montserrat. Von seiner Heimat Amerika hat er die Nase voll gehabt. Er war ein Hippie und hat hier in der Karibik das echte Leben gesucht und gefunden. Das Vulkanfilmen ist seine grosse Liebe, nebst seiner Frau natürlich. Und apropos, da kommt sie gerade, Clover. Oh, im eigenen Haus wird man von der Kamera überrascht.
This is the lovely Miss Holly Mackerel that I told you. This is a lovely Miss Holly. Eine ehemalige Schönheitskönigin ist Clover, eine Flower Power Prinzessin. Montserrat sei in den 70ern ein Paradies für Aussteiger, erzählt sie. Und das Hippie-Leben eine Art Religion. Ja, wir haben dort mal wirklich gemeint, mit Marihuana sagen wir Gott ein bisschen näher. Wer das Montserrat vom Vulkan redet, redet übrigens von einer She, also von einer Frau. Weil ein Vulkan etwa gleich unberechenbar sei, erklärte David. Wir sind in seinem Archiv. Diese Bilder haben mit Familienidyllen gar nichts mehr zu tun. Niemand kennt den Vulkan so gut wie David. Er ist besessen von dieser Naturgewalt und von der Zerstörungskraft. Sein Videoarchiv ist eine Fundgrube. Immer und immer wieder hat er für das beste Bild sein Leben riskiert. Ich weiss, es ist unglaublich. Ich bin dort gestanden und habe gewusst, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der das jetzt sieht. Und so war er auch Mitte der 90er Jahre am Filmen, wo ein Vulkanausbruch die halbe Insel verschüttet hat. Ich bin mit meiner Kamera den Berg hochgerannt, durch den Dschungel durch, und im Moment, wo ich oben ankomme, bricht der Vulkan aus. It blew up. There's an eruption right now. On Langs. That's hot stuff going up. It's falling down to this side. I'm not going to stay long. That's Tar River, she isn't fired up too bad. What you hear there is rocks. Oh, weren't you afraid? Hast du keine Angst gehabt? Doch, wenn ich da schon gewusst hätte, was ich heute weiss, wäre ich länger geblieben. Aber da hatte ich Todesangst. Ich bin den Berg runtergerannt, die Steine sind nur so vom Himmel gefallen. Ich habe die Kamera umgedreht und drin hineingeredet. Und gedacht, wenn ich nicht überlebe, dann ist zumindest vielleicht etwas auf Band. Otto, now do I look scared? I'm not out of here yet. I'm only down about 600 feet. If the whole thing went, I wouldn't have a chance up here. I think that's the closest I ever thought about being dead. Wenn andere davor fahren, dann fährt er auf die Aschewolke zu. You can see how heavy a cloud it is. It's actually, you can hear it, rocks hit on the roof. Die Aufnahmen sind alle auf eigene Gefahr entstanden, also in der Exclusion Zone, wo eigentlich niemand ran dürfte. Aber was soll man schon sagen? Die Vulkanforscher, die sind natürlich interessiert am Material von David. But as you can see, it's pretty amazing. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Von dem zeugen die Bilder aus dem Privatarchiv von David Lear. Er hat im 97 den Untergang von einer ganzen Stadt dokumentiert. Die Leute sind nicht aus Angst vor dem Vulkan gegangen, sondern weil sie nichts mehr hatten. Keine Schule für Kinder, keine Arbeit, kein Dach mehr über dem Kopf. England hat sofort Hilfe geboten, die Übersiedlung zahlt, den Platz in der Schule, ein neues Haus. Viele haben gar keine andere Wahl und sind gegangen. Heute leben noch 4'500 Leute auf Montserrat. Vor dem Ausbruch waren es dreimal so viele. Die geblieben sind, haben sich an den Vulkan gewöhnt. Schau mal die an, die spielen da seelenruhig Domino. Mit einer sättigen Wolke im Rücken. Sie schauen nicht einmal her. Und für mich an, der am Filmen ist. Und ich schaue es mit der Kamera und sie schauen nicht einmal an mich. Die Leute leben ganz normal mit dem Vulkan. People have just gotten used to having that volcano over their shoulder to a number of different communities around the world. Und beim David, wenn er über seine Bilder redet, merkt man richtig, wie ihm dabei das Herz aufgeht. Und es gibt noch einen zweiten, der seine Bilder gleich leidenschaftlich hinterherjagt. Das ist der Schweizer Fotograf Thomas Marent. Und wenn Sie den Namen noch nie gehört haben, ich bin sicher, die Schweizer Kinder kennen ihn
alle, und zwar wie sie seine Bildchen kennen. Ein Schweizer Grossverteiler hat nämlich seine Bilder aus dem Urwald auf 300 Millionen Klebbildchen gedruckt, die dann Kinder können in ihre Alben einkleben können. Und genau der Thomas Marent ist jetzt wieder unterwegs, und zwar in Costa Rica. Und Fernwehreporterin Sarah Derdinger hat ihn begleitet. Neu in der Luft, und schon hat er das Gefühl, eines seiner liebsten Sujets zu verpassen. Mit der Kamera jagt Thomas Marent die schönsten Tiere dieser Welt. Und da in Costa Rica haben sie sich versteckt. Unsere Fotojagd führt uns in den Nationalpark von Tortuguero. Und wie ich bald erfahren werde, ist feucht noch das Trocknigste, wie man das Klima dort beschreiben kann. Das erste Mal, als ich 1990 in Ostaustralien den Regenwald gesehen habe, mit dieser Vielfalt. Seitdem bin ich einfach immer wieder zurück in den Regenwald. Ich meine, ich möchte natürlich die Schönheit der Natur möchte ich mit meinen Bildern vermitteln. Auch. Ich kenne seine Bilder auch nur aus dem Stickermania-Buch von meinem Sohn. Das wird sich mit dieser Reise jetzt ändern. Und schon sind wir unterwegs auf einem der Kanäle. Also meistens habe ich so meine Liste so im Kopf, oder bestimmte Zielarten, die ich fotografieren möchte. Aber meistens kann ich natürlich nicht alles fotografieren, was ich mir vorgenommen habe. Das ist, kannst du einfach nicht so planen in der Natur. Wir haben es als erstes abgesehen auf die scheuche Basilisk-Echse. Da kommt es darauf an, dass man sich leislig vom Kanal her anpirscht. Ja, das ist die Art, die bestimmt, wie man vorgeht zum Fotografieren. Oder zum Beispiel oder bei Basilisk-Echse. Da hast du die beste Chance, vom Boot her zu fotografieren, weil sonst vom Land her sind die so scheuch. Da im Tarnt, im Gestrüpp. Nach längerem Heranschauen sehe ich sie auch. Aber leider verschwindet die Echse, bevor das Foto gemacht ist. Und jetzt kommt es auch noch regnen. Es ist eigentlich nicht unbedingt Geduld, die man muss haben, sondern man muss Ausdauer haben. Nicht aufgeben, immer weiter arbeiten, bis man die perfekte Aufnahme hat. Unser Fotograf ist frustriert, denn sein Ziel ist nicht nur, das Tier zu finden und zu fotografieren. Er versucht, auch den Charakter des Tieres einzufangen. Ja, mit dem Regen, das hat irgendwie fast keinen Sinn, oder? Weil jedes Tier, Insekt und alles verkrüpft sich, oder? Du siehst keine Affen, keine Vögel, keine Insekten. Bis jetzt haben wir also nur die kostarikanischen Spatzen und Tauben richtig schön. Das Gute am Regen aber ist, wenn er aufhört, kommen die Tiere unter den Blättern führen. Vor allem die Frösche. Eine Spezialität von unserem Schweizer Naturfotograf. Es geht. Doch stehen bleiben ist nicht sein Ding. Die gewünschte Fotoliste ist zu lang. Immer tiefer geht es jetzt in den Dschungel. Bis wir plötzlich vor der hochgiftigen gelben Lanzenotter stehen. Aber der Thomas Marent ist auch da nicht schnell zufrieden. Das Problem ist jetzt, ist das Licht. Das Licht ist plötzlich auf dem Kopf der Schlange. Wir müssen einen Guide haben, der das abdeckt. Aber das Problem ist, unser Guide ist so ängstlich vor Schlangen. Und wenn er jetzt auf meine Hilfe hofft, Fehlanzeige. Ein Biss und fertig ist der karibische Traum. Es gibt praktisch nichts Gefährliches im Regenwald. Einfach Unangenehmes. Also Ameisen, Moskitos, Brämen, Buttmilben. Nichts Gefährliches. Ich weiss nicht so recht. Jetzt schwimmt auch noch ein Krokodil vor uns im Wasser. Der Thomas Marent fotografiert begeistert. Hast du ihn? Da
Doch wo das Reptil mit den Zähnen klappert und direkt auf uns zuschwimmt, lasse ich die Kamera stehen und renne vor. Wow, er kommt zu mir, kriegt er mich nicht. Mein Begleiter hat nur ein Lachen für mich übrig. Das sei nur ein harmloser Kaiman. Guides, die fangen den ein, packen den vor und haben so das Maul zu. Also ich habe von jedem Hund, der bellt, zehnmal mehr Angst. Erst als es kein Licht mehr hat zum Fotografieren, fahren wir ins Dorf. Wir haben gehört von einem, der wissen soll, wo es die seltenen weissen Fledermäuse gibt. Die können zu fotografieren, darauf wartet mein Fotojäger schon lange. Hi. Yeah, fine. Yeah. Yes. Ganz ehrlich, die weissen Fledermäuse habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich mag mich erinnern an ein paar wenige Mal. Aber kommen Sie doch rein. Sorry für die Unordnung. No problem. Thank you. Wir müssen wahrscheinlich Glück haben, dass wir es sehen. Ja, ich denke schon. Obwohl uns der Fledermaus-Spezialist nicht viel Hoffnung macht, sind wir beim ersten Tageslicht unterwegs, tief in den Regenwald hinein. Wie wir ja schon wissen, der Thomas gibt nie auf. Ich glaube, jetzt hat er gerade etwas gefunden. I have two of them for you. Oh my God, really? Already? In einem gefalteten Bananenblatt versteckt es sich. Und endlich hat er sein Fledermausbild. Und super, noch dort sind 5 Stock. So könnt ihr schön weiter schlafen. Und wir können wieder gehen. Vorsichtig. Nicht wecken ist wichtig, denn auf den Bäumen wimmelt es von Kapuzineraffen. Und die warten nur darauf, eins von diesen herzigen Mäuschen aufzufressen. Ja. Hallo. Oh, nein, nicht gehen. Aber Achtung, schon wartet das nächste Sujet. Brüllaffe. Und wer da den Namen Brüllaffe dient, wäre noch zu prüfen. Für einen ist zufrieden mit der Ausbeute, gönnt sich der Naturfotograf endlich einmal eine Pause. Gemütlich am Ananas essen, da höre ich plötzlich ein Schmatzen neben mir. Es kommt von einem Nasenbär. Spät sieht ihn jetzt Thomas. Als er mit der Kamera näher kommt, verschwindet der Nasenbär auf der Palme. Ich warte jetzt da, bis der Nasenbär oben runterkommt. Aber dem Nasenbär gefällt es auf der Palme. Er bleibt. Und wir gehen. Und haben noch das letzte Tier im Visier. Jetzt gehen wir zum anderen Faultier mit dem Baby. Zwei-Finger-Faultier. Mitten im Dorf ist eins gesichtet worden. Für den Thomas Marend ein Highlight. Er hat noch nie ein Faultier mit Baby fotografiert. Oh ja, jetzt schaut's. Baby! Baby! Und es bewegt sich sogar, was bei den Faultieren gar nicht so oft vorkommt. Schau, es geht! Ich glaub's nicht, es geht! Die besten Tierbilder von Thomas Marend finden Sie übrigens bei uns im Internet, fernweh.sf.tv. Auf Montserrat wäre ein Faultier neben Faul vor allem auch dreckig. Strassenarbeiter schaufeln Asche aus dem Abflussrohr. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, weil wo diese Asche herkommt, da kommt noch ganz viel mehr.
go and have something for drink, because you can feel it everywhere. Es ist wirklich ein Knirsch zwischen den Zähnen. Man muss die ganze Tunnelbrille anhaben, sonst sieht man einfach nichts mehr. Also. Ja, diese Insel ist nichts für schwache Lungen. Von einem Paradies ist Montserrat weit weg. Aber gleich, die Menschen, die ich hier treffe, die machen nicht den Anschein, als wollten sie möglichst schnell fort von hier. Auch nicht der Tabu, ein Calypso-Musiker. Tabu, das ist Mona aus der Schweiz. Er sei auch schon in der Schweiz auftreten, erzählt er gerade als erstes. Sei fast so schön wie hier. Glaubst du noch daran, dass das irgendwann wieder aufhört mit dieser Asche? Ja, ich weiss das. Ich hoffe es nicht nur. Ich bin überzeugt davon. Das kann ja nicht immer so weitergehen. Man braucht immer keinen Finden, wenn man einen solchen Freund hat, oder? Er dort ist unser Beschützer. Vor einem Find musst du ihn nachnehmen, aber der Vulkan ist unser Freund. Er bewahrt uns vor vielem. Unsere Insel ist dank ihm unberührt geblieben. Eine heile Welt. Man kann gar nicht viel anderes machen da. Gemeinschaft, Familie bleiben intakt. Wir gehen fischen, wir machen alle gerne Musik. Wir sind glücklich. Ja. Der Tabu macht es vor. Er hat ein Loblied geschrieben über den Vulkan. Another night of uncertainty. Wonder what lies ahead of you and me. But as I lay down my head to rest, unwinding from a day of stress, broken hearted and filled with emptiness, I began to see divine powers of the Almighty as she poured out her wrath on the Emerald City. I told God, give me one more chance so that I can serve him in song and dance, and I will be a better man. And I hope you understand, monstrations, it was God who saved our land. Okay, that's a good wunderbar, one. Danke vielmals. Und unsere Inseltour geht weiter. Mach dir den Find zu deinem besten Freund. Das scheint mir hier auf Montserrat eine gesunde Einstellung. Schau, das ist die Zukunft von Montserrat. Ein wunderbarer Ort. Ein Paar aus Südengland baut sich hier ein Traumhaus. Ihr Grundstück liegt direkt an der Grenze zu der Exclusion Zone, also einem abgesperrten Gebiet. Vorne auf der Klippe entsteht gerade ein Malatelier. Besitzerin Terry ist Künstlerin. Mona, how do you do? Hi, fine, thank you. Thank you very much. When you see it like this, wenn ich all die Eschen sehe, dann frage ich mich schon, warum will man ausgerechnet hier ein Haus bauen? Was gefällt Ihnen da so? So in love with this island. Also, das erste Mal sind das Menschen. Und es ist sicher, die Stimmung ist freundlich, ruhig und friedlich. Es ist ein wie das England vor 50 Jahren. Oder wie das Amerika vor 100 Jahren. Gehen wir mal die Aussicht anschauen. Oh, yes. Muss man Millionärin sein, dass man sich das hier leisten kann? Nein, das ist natürlich auch ein Punkt. Das Grundstück auf einer anderen Insel, sagen wir St. Lucia oder Jamaika, das wäre unbezahlbar. Uns gefällt es aber da. Wir wollen da leben, vorausgesetzt, der Vulkan lässt uns. Das Meer spült weg, was es wegspülen kann. Und die Leute hier, die warten auf den Regen, der die Insel wieder grün macht. Wenigstens für den Moment. Only for a moment and the dust will go on. As the dust in the wind. All we have is dust in the wind. Thank you. Die Gelassenheit der Leute hier ist grossartig. Am Schluss von meiner Inseltour erklärt mir der John John dann auch noch die Parallelen von Montserrat und der Schweiz. Bei uns kein Schnee und bei ihnen halt Asche. Und was gefällt Ihnen an Montserrat am besten? Montserrat ist das beste Land der Welt. In a world! Yes! Peace! Sicher! Peace! Friedlich, sicher und überschaubar. Das Haus kannst du immer offen lassen. So ist es sonst nie nicht. Sag mal, wie viel Mal hat man dich heute angelacht? Sehr häufig. Und wie viel Mal guten Morgen und schönen Nachmittag gesagt? Sehr viel. Da haben wir es doch. If you could do good today, you know, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich komme da sowieso nicht mehr gross zu Wort. Und das will bei mir ja etwas heissen.
Das ist ein lustiges Völkli da. Hot, 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 so heisst übrigens der bekannteste Export aus Montserrat. Das Lied ist im 83 hier auf der Insel geschrieben worden und von da aus dann um die ganze Welt. Frühling bringt hier nur noch das Meer. Mit Eindrücken vom ganzen Tag gehe ich an den Strand und schaue der Sonne zu beim Untergehen. Nach so viel Eschen zieht einem das Wasser magisch an. Um viel Wasser und alte Wasserwege geht es auch in unserer nächsten Geschichte. Das Karibische Meer, das ist ein Teil des Atlantik. Und durch das Karibische Meer führt auch der schnellste Weg vom Osten in den Westen. Seit es den Panama-Kanal gibt, ist die Reise vom Atlantik in den Pazifik eine kurze Sache. Aber vorher musste man durch Nicaragua reisen, am Rio San Juan. Und genau dort ist der Fernsehreporter Michael Häcklin. Karibik habe ich mir natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Schon gar nicht mit Haifisch, wo es hier scheint mehr als genug hat. Hinter den Dünen liegt San Juan del Norte, wo erst kürzlich wieder aufgebaut worden ist, nachdem in den 80er Jahren die sogenannten Contra-Rebellen das alte Städtchen abgefackelt haben. Auch das neue San Juan ist auf Stelzen gebaut, weil das Wasser ist hier überall. 5000 mm Regen gehen jedes Jahr auf San Juan runter. Die Schweiz bringt es nicht einmal auf ein Drittel von diesen Niederschlägen. Von der Blütezeit von San Juan del Norte ist nicht viel übrig geblieben. Man kann sich fast nicht mehr vorstellen, dass von hier aus einst Tausende von Passagieren, die meisten Amerikaner, von der Ost- an die Westküste gereist sind. Mit solchen Maschinen sind die ersten paar Kilometer vom Rio San Juan zum Kanal ausbackert worden. Aber das Grossprojekt ist stecken geblieben. Dort, wo das alte San Juan gelegen ist, gibt es noch Reste von einem Friedhof. Amerikaner liegen hier, Engländer und Freimaurer. Viele haben ihre Abenteuerlust mit dem Leben bezahlt. Lebensgefährlich ist die Reise heute nicht mehr. Der Rio San Juan ruft zum Nicaraguasee, der nur gerade 31 Meter über Meereshöhe liegt. Noch bevor es tagt, legt das Schiff in San Juan ab. Es füllt sich erst noch ins No mit Passagieren. Auf dieser Strecke fahren keine Ozeanreisen. Da tuckert ein Boot mit rund 50 Plätzen gemütlich flussaufwärts. Mal am einen, mal am anderen Ufer steigen die Siedler zu, die hier unter bescheidensten Bedingungen bauen. Der Oscar ist der, der Billett verkauft auf dem Schiff. Fast noch mehr aber ist er damit beschäftigt, Passagierlisten zu schreiben. Nach der Sek wollte ich an die Uni. Da umeinander hat es halt keine. Darum bin ich auf Managua, in die Hauptstadt. Aber die Hektik dort hat mir gar nicht gefallen. Nach einem halben Jahr bin ich wieder zurückgekommen und habe diesen Job hier angefangen. Der Kapitän hat sein Handwerk Learning by Doing gelernt. Technisch ist sein Schiff so einfach ausgerüstet, wie man es sich nur vorstellen kann. Hier ist weit und breit nichts von Echolot oder anderen Navigationsgeräten gesehen. Schon als ich klein war, hat mich der Vater gelehrt, mit einem Boot umzugehen. Nach dies nahe stand die Erfahrung dazu gekommen und das Verantwortungsgefühl, bis es so weit war, dass ich ein Boot übernehmen konnte. Man fährt ja Menschen umeinander, nicht Tiere, sondern Menschen, auch Kinder. Das braucht eine rechte Portion Verantwortungsgefühl. Der Rio San Juan ist hier auch die Grenze zwischen Nicaragua und Costa Rica. Auf Schritt und Tritt hat es militärische Kontrollposten. Das erklärt auch, warum der Oscar ständig muss Listen schreiben muss. Die Kiste ist unterwegs auf San Carlos am Nicaraguasee. Sie gehört einer Frau, die sich mit ihrem Enkel auf die 12-stündige Reise gemacht hat, weil sie ihren Fernseher in die Reparatur bringen will.
Der Oskar ist in Gedanken schon zu El Castillo, in dem Städtchen am Fluss, wo seine Familie wohnt. 10 Stunden sind wir schon unterwegs, wo die Stromschnellen von El Castillo kommen. Der Kapitän gibt ein bisschen Schub. Früher hat man die Stromschnellen noch müssen zu Fuß umgehen. Am Nachmittag um 3 Uhr legt das Schiff El Castillo an. Die halbe Verwandtschaft von Oskar sitzt hier am Hafen. Eine Nichte bringt die kleine Tochter zum Rendezvous mit dem Vater. Sie ist extra schön rausgebützelt. Für den Kapitän ist die Situation komfortabel. Er hat ausführlich Zeit für seine Familie. Der Oskar aber wird weiter bestürmt von seiner Kundschaft. Von El Castillo weiter bis an Nicaragua-See sind es noch etwa 2 Stunden mit dem Schiff. Die Fähre sollte mich dann über den riesigen See hineinbringen, der 15 Mal so gross ist wie der Bodensee. Und dann ist nur noch ein Katzensprung an den Pazifik. Zuerst aber legen wir jetzt San Carlos an. Managua, 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 la 11:45, Managua, Managua, la 11:45. Mein Ziel liegt auf der anderen Seite von dem Süßwassermeer. Doch leider ist das nicht so einfach. Am Schalter sagt man mir, dass unsere Fähre heute und die nächsten 2 Tage nicht über den See fahren können. Der Wind ist stark, die Überfahrt wäre zu gefährlich. Schließlich bleibt mir nichts anderes übrig, als in einem Mietauto rund um den See zu fahren und ein paar von seinen Zuflüssen zu queren. Eine gewisse Romantik immerhin ist die Entschädigung für die ausgefallene Seeüberquerung. 24 Stunden später sehe ich den See endlich von der anderen Seite. Aber hier, wo vor 150 Jahren die Fähre angelegt hat, ist nichts mehr von einem Hafen zu sehen. An einen Hafen kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wo wir Buben waren, sind wir amigs auf diesen Steinbrücken, die übrig geblieben sind und zum Wasser rausgeschaut haben, rumgegumpelt. Und das, obwohl sie im Nicaragua-See Haifisch hat. Mich lockt der Pazifik. Es fehlen nur noch 18 Kilometer. Eine Sache von einer Viertelstunde. Bienvenidos. Willkommen am Pazifik. Nein, eine bedeutende Hafenstadt ist es nicht mehr. Aber mit dem Tourismus macht das San Juan del Sur wieder wett. Trotzdem ist die Idee der interozeanischen Verbindung immer noch nicht vom Tisch. Schon seit ewigen Zeiten existieren Pläne, die das letzte Teilstück über Land schiffbar machen. Auch der Rechtsanwalt Don Ramon Valdés träumt noch heute statt von Panama vom Nicaragua-Kanal. Wenn man das Relief anschaut, dann ist der Kanal eigentlich schon vorgezeichnet. Schauen Sie, es ist ganz einfach. Auf der Seite des Pazifik bei Brito kommt das Meer wie ein Fjord tief ins Land hinein. Und praktisch nebendran fließt der Rio La Jara in Nicaragua-See. Nur ein kleiner Hügel liegt dazwischen. Wenn man das Hindernis eliminiert und den Fjord von Brito und den Rio La Jara verbreitert, dann sind wir schon auf dem Nicaragua-See. Und dann müssen wir nur noch den Rio San Juan ein bisschen breiter machen und schon haben wir den Kanal. Aber eben, 1914 ist der Panama-Kanal aufgegangen. Für den Nicaragua-Kanal der Todesstoß. Wir sind zurück auf Montserrat und am Abreisen. Wenigstens hätten wir das vorgehabt. Und jetzt wird er uns nicht einmal mehr gehen an den Vulkan. Wir stehen hier schon ein Rechtszeitchen morgen früh am Flughafen. Wir wollen eigentlich abfliegen in Richtung Saint-Martin, aber der Flughafen ist gesperrt wegen Aschenregen. Ich muss, glaube ich, zuerst einmal noch einen kommen, um hier die ganze Rollbahn abspritzen. Und wie es nachher weitergeht, wir werden es sehen. Mit der inseltypischen Gelassenheit sagen wir, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Sonst vielleicht auch übermorgen. Aber jetzt kommt, glaube ich, gerade der. Ich höre da irgendetwas.
Ja, und dank der Inselfeuerwehr kommt doch noch alles gut. Die Piste ist sauber, unser Gepäck hinten im Flugzeug verstaut. Und am Steuerknüppel nimmt ein blonder Engel Platz, der uns sicher zu den Aschewolken rausfliegt. Und wenn das bei Ihnen jetzt auch Fernweh auslöst, dann machen Sie einfach mit bei unserem grossen Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es als Sofortpreis einen Gutschein von Transa für eine Outdoor-Ausrüstung im Wert von 1'000 Franken. Einfach anrufen auf Nummer 0901 55 77 11 und schon sind Sie dabei. Mitmachen können Sie auch per SMS oder gratis per WhatsApp. Die Leitung ist bis am Mittwochabend offen. Und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie vielleicht sogar einen von 3 Hauptpreisen. Eine Reise im Wert von je 10'000 Franken aus dem Angebot von Globetrotter, einem Spezialist für maßgeschneiderte Reisen weltweit. Unsere nächste Station in der Karibik ist Saint-Martin. Und der Name verratet es schon, eine Insel, aber 2 Länder. Es ist weltweit die kleinste bewohnte Insel, die in 2 Länder unterteilt ist. Eine Teilung, die zurückgeht ins Jahr 1648. Der südliche Teil gehört zu Holland und der Norden gehört zu Frankreich. Man sieht es schon von oben. Die Insel ist touristisch erschlossen, sie ist dicht bebaut und bevölkert. Die Insel verdankt ihre Bedeutung an einer geschützten Lagune, die als relativ hurrikansicher gilt und darum Segler und Yachten anlockt. Der holländische Teil, St. Martin, ist ein Kreuzfahrt-Mekka. Tourguides warten auf Kundschaft, aber das Geschäft könnte besser gehen, klagen sie. Erst wenn die Kreuzfahrtschiffe anlegen, kommt Leben in die Hauptstadt Philippsburg. Wie die Ameisen breiten sich Touristen in den Gassen aus. Das hier ist eigentlich immer etwas vom Ersten, was wir mitmachen, wenn wir wieder auf einer neuen Insel nachkommen sind. Die lokale Währung rauslassen. Auf die 5. Insel, schon die 5. Währung. Oh, jetzt muss ich da. Was haben wir alles gehabt? Trinidad and Tobago Dollars, Eastern Caribbean Dollars, die normalen Dollars, Euro und jetzt hier der antillische Gulden. Und da kannst du sogar Papiamento wählen, aber ich wähle jetzt trotzdem Englisch. Der niederländische Antillen-Gulden, Guilders. Immer wieder schön zum Schauen, wie denn das Geld aussieht. Aha. Also. Das ist jetzt wirklich etwas, das ich auch noch nie in der Hand habe. 25 Gulden, Bank van der Nederlandse Antillen. Und hier ein schöner Flamingo drauf. Verrückt hübsch. Im ältesten Hotel der Insel können wir unsere Gulden loswerden. Es ist ein historischer Ort. Früher die Residenz des Inselgouverneurs und auch die holländische Königsfamilie war schon da. Und eine Aussicht gibt es hier, wie direkt aus dem Ferienkatalog. Wenn wir von hier aus aufs Meer schauen, dann geht der Blick in die Richtung einer anderen holländischen Insel. Gerade mal so gross wie ein Kuchenknopf. Kein Massentourismus, bis vor kurzem kein Handynetz, dafür aber hat sie eine Rarität zu bieten. Auf Saba steht nämlich der höchste Berg von Holland. Und dass wir die Fernsehreporterin Henriette Engbersen dort angeschickt haben, das hat einen Grund. Ich bin Holländerin und darum richtig aufgeregt beim Anblick vom einzigen holländischen Gipfel. Ich habe mir als Flachländerin viel vorgenommen. Die 877 Höhenmeter will ich besteigen. Obwohl, einladend schaut mir den Gipfel noch nicht an. Als echte Holländerin fahre ich am liebsten, wenn es aufwärts geht. Das Taxi kommt darum gerade recht. Den Gipfel habe ich gleich vergessen. Die Taxifahrerin lenkt mich ab und schwärmt mir vor, dass ich hier im Paradies gelandet bin. It's fabulous. Es ist fantastisch. Die Natur ist noch unberührt und die Leute sind sehr herzlich und sehr rücksichtsvoll. Das beste Beispiel dafür, wenn zwei Autofahrer auf einer engen Straße nicht kreuzen können, wenn beide gleichzeitig Retour fahren, um einem anderen Platz zu machen. So viel Freundlichkeit gibt es, glaube ich, auf der Welt sonst nie nicht. In diesem Paradies mache ich mich auf die Suche nach einem Bergführer. Den Mount Everest besteigt man ja schließlich auch nicht ohne Sherpa.
Überall, wo ich vorbeilaufe, die weisse Häuser mit roten Dächern. Die sind da per Gesetz vorgeschrieben, genau wie die ausgeputzten Strassen. Touristen treffe ich fast keine. Der Massentourismus hat die Insel verschont, aus einem einfachen Grund. Auf Saba hat es keinen einzigen Sandstrand. Von da hat sie den Übernamen die unverdorbene, unberührte Königin. Mittlerweile habe ich meine Bergführerin gefunden, die Anne Lane. Eine Dame in gesetztem Alter. Meine Zweifel verfliegen schnell, weil der Rucksack ist ihr sozusagen am Rücken angewachsen. And I put this on, wenn man den anlegt, fühlt es sich so an, als ob man einen bequemen alten Mantel anhat. Heimelig. Das ist alles, was ich brauche. So bin ich bereit für jede Reise. Mit nur diesem Rucksack reist sie noch heute während 9 Monate im Jahr durch die Welt. Als Hummerfischerin verdient sie sich noch einen Batzen dazu. Die Anne Lane beeindruckt mich. Sie ist eine echte Lady. Als Diplomatengattin hat sie den Luxus der weiten Welt erlebt. Heute wohnt die 76-Jährige lieber mit einer Eidechse in einem Häuschen so gross wie einer Garage. Stolz zeigt sie mir ihre Küche. Das ist meine Küche. Mit dem Küchentisch habe ich nicht gewusst, was machen. Also habe ich einfach über das WC getan. So weiss niemand, dass meine Küche auch ein Badezimmer ist. Und das ist meine Dusche. Ich dusche gerne draussen, besonders Nacht, wenn man die Sterne sieht. Anne Lane kommt aus dem Verzählen nicht mehr raus. Jetzt zeigt sie mir auch noch ihr Bett. Das heisst, eine Holzbank und die Mätteli. Das lange Tiere. A perfect bed. Yeah. Wir verabreden uns für am nächsten Tag. Ich verabschiede mich und folge dem Ruf von den pfeifenden Fröschen, die die Nacht einläutet. Meine letzte Nacht vor der grossen Expedition. Ich suche das nächste Pub, um mir ein bisschen Mut anzutrinken für morgen. Vorbei am Supermarkt werde ich hellhörig. Statt Froschpfeifen gibt es hier Karaoke-Gesang. Im Paradies Saba wird Karaoke gesungen. Da rockt das Ding, da groovt der Bob Marley. Da probiert die Schönheitskönigin von 1986 und der Inselpolizist mit My Way. Mein Weg führt mich am nächsten Morgen Richtung Gipfel. Es regnet, der Berg ist nicht gerade einladend. Da kommt der Schulbus gerade wie gerufen. Ich lerne den Cyril kennen. Er hat den Bankenlehrer gemacht, aber weil es auf der Insel keine Banker braucht, fährt er jetzt den Schulbus. Hi, Princess. Er ist der Erste, der über das Paradies auch zu klagen hat. Klein und unberührt ist nicht nur schön. And everybody minds their business. And I hate it, I hate it. Die Leute mischen sich ins Leben von den anderen ein. Das kann ich nicht ausstehen. Weil die Insel so klein ist, kennt jeder jeden und schnurrt über den anderen. Sie haben nicht für ihr eigenes Business zu meinen. Also dann alt werden will der gebürtige Sabanese darum hier nicht. Oh nein, nein. Aus einem einzigen Grund nicht. Es hat zu wenig Frauen. Oh, das ist tragisch. Dass sie auf den Gipfel will, erstaunt ihn. Normalerweise kommen die Holländer, wenn sie ihre Fahrprüfung schnell arbeiten wollen. Auf Saba hat es nämlich nur eine Strasse und die endet jetzt. Die Wolke hat sich endlich verzogen. 400 Höhenmeter durch den Dschungel liegen vor mir. I don't know. That looks like crowd. Und wie abgemacht, kommt meine Bergführerin um die Ecke. Jetzt gilt es also. Ausreden gibt es keine mehr.
Außer vielleicht, dass ich schon jetzt schwitze und ein bisschen Durst habe wegen der tropischen Luft. Doch auch auf das hat sie eine Antwort. Mmm, nice and sour. Mmm, fein und süßlich. Das löscht den Durst. Okay, now the steps are starting. Wie ein junges Reli läuft sie voraus. Ich bin schon völlig außer Atem. Sie hat noch Luft für Faxen. It's like a big collar. I do this with visitors. I have them pose like this. Nach 2 Stunden habe ich es endlich geschafft. Ich bin tatsächlich oben. Das ist er also, der höchste Punkt vom holländischen Königreich. Mein Empfangskomitee, ein rostiger Radiosender und der Kommentar von meiner Bergführerin. Auf den Turm hoch wollte ich schon immer mal wollen. Bis jetzt war ich nur zu viel gewesen. Cowardly about not having done. Ich bin einfach stolz, dass ich es überhaupt bis hier geschafft habe. Vorne auf der Spitze wird meine Mühe dann hoffentlich mit Aussicht belohnt. Der Berg heisst ja schließlich Mount Scenery, übersetzt Aussichtsberg. Aber von dem war noch nicht viel zu sehen. Meine Bergführerin ist schon wieder weiter oben. Für einen kurzen Moment reissen die Wolken auf und ich sehe die rot-weissen Häuschen. Aber nicht lang, dann ist der Gipfel vom paradiesischen Saba schon wieder in weisse Watten eingepackt. 10 Kilometer nördlich vom holländisch-französischen Saint-Martin, Saint-Martin liegt Anguilla. Schon wieder ein anderes Land. Anguilla gehört nämlich zu England. Da soll noch einer den Überblick behalten. Im Strandrestaurant habe ich abgemacht mit einem, der aus der ältesten Familie der Insel kommt. Einflussreich und politisch aktiv, sagen sie. Der Vater hat in Amerika im Ölgeschäft Milliarden gemacht. Der Alan Gumps will die weniger Offshore-Finanzplatz für Anguilla, dafür mehr Tourismus. Aber der krankt auch da, erzählt er mir in der Beiz, die übrigens auch ihm gehört. Tourism is down. I think it's true worldwide. Der Tourismus ist im Keller. Das ist wahrscheinlich auf der ganzen Welt so. Sicher stimmt es aber für die Karibik. Und Touristen, die überhaupt noch kommen, geben nicht mehr so viel Geld aus. Das ist so überall. Vielleicht sollte uns das lehren, mit dem, was wir haben, ein bisschen sorgfältiger umzugehen. Einer der wichtigsten Rohstoffe der Karibik ist die fantastische Natur. Und es gibt tatsächlich noch unberührte Flecken. Der Alan Gumps will mir so einen zeigen. Dog Island. Eine unbewohnte Insel, die zum Verkauf steht. Für 16 Millionen Dollar. Aber je näher dass wir der Insel kommen, desto grösser werden dem Alan Gumps seine Zweifel. Plötzlich will der Dog Island gar nicht mehr unbedingt verkaufen. Oder wie jetzt? I didn't say I was willing to sell it at all. Verkaufen? Ich weiss nicht. Schon, aber auch nur, wenn ich weiss, was damit passiert. Einfach irgendjemandem will ich die Insel nicht verkaufen. I wouldn't just sell Dog Island to anybody who wants to buy an island. Warum nicht? Weil sie mir ans Herz gewachsen ist. Da merkt man den gewieften Geschäftsmann. So treibt er wahrscheinlich den Preis in die Höhe. Ein Casino oder ein Golfplatz, doch, das könnt ihr sich vorstellen. Voraussetzung ist einfach ein genug grosses Portemonnaie von einem Investor. Auf den 2 Quadratkilometer hat es nämlich gar nichts. Kein Wasser, kein Strom und auch kein Steg zum Anlegen. So. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Yeah, yeah. Ganz allein auf einer Privatinsel. Leider nicht. Ich werde begleitet von 2 Assistenten von Alan Gumps. Und warum der eine im Übergewändchen gekommen ist, das merke ich auch bald. Das karibische Paradies habe ich mir irgendwie etwas weniger struppig vorgestellt. Karibik ist wirklich immer wieder für eine Überraschung gut. Und so erstaunt es mich nicht, dass ich am Schluss erfahre, dass es für einen Preis von 16 Millionen auch gar nicht die ganze Insel gäbe. Zum Verkauf steht nämlich nur ein Drittel.
Und reich an Gegensätzen geht es auch nächste Woche weiter bei Fernweh. Mit unterschiedlichen Sorgen von Frauen, die alleinerziehende Ines in der Dominikanischen Republik und Schönheitsköniginnen zu Venezuela. Dann sind wir an dem Strand, wo man die spektakulärsten Ferienfotos schiessen kann, direkt in den Anflugschneise. Zwischendurch verliere ich auch noch die Stimme, nicht aber die Hoffnung auf Besserung. Und schließlich suche ich an der Grenze zu Haiti einen Fahrer, der uns auf Port-au-Prince bringt. Das alles ist Fernweh in der Karibik. Bis nächste Woche. Okay, Miss Baby. Schöne, schöne. Fernweh in der Karibik mit Transa Outdoor-Ausrüstung und Globetrotter Travel Service. Fernweh. Alle 7 Sendungen der Reihe Karibik sind ab September auf Doppel-DVD erhältlich. Bestellen Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer oder gleich jetzt im Internet. shop.sf.tv